Hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Ich bin mit euch mal wieder auf Weltreise bzw. auf einem Roadtrip. Ich bin hier jetzt in Shanghai auf der Pet Fair Asia. Das ist das erste Mal, dass wir hier in China eine Messe machen, eine Ausstellung. Ihr seht es hier rundherum, das Ganze hat schon begonnen. Jetzt zeige ich euch mein bescheidenen Stand hier hinter mir. Ich bin gerade erst angekommen mit etwas Verspätung. Der Jim Petter, den ihr ja auch schon kennt, ist mit mir auch hier. Der ist noch gar nicht aufgetaucht. Wir werden jetzt probieren, hier dieses kleine Loch hier in einen einigermaßen schönen Reptilienwerbestand zu verwandeln. Guten Morgen, liebe Reptil-TV-Gemeinde. Heute der erste Messetag für uns. Hier unser trostloser Stand von gestern haben wir jetzt zumindest postertechnisch etwas aufgepeppt. Wir dürfen ja keine Tiere oder man kann nicht einfach Tiere nach China schicken. Also es ist ja nicht die Stände, wie wir es kennen oder nicht wie bei den Börsen. Also wir mussten uns hier mit Postern behelfen. Aber zumindest, denke ich, sieht man ein bisschen, was wir haben. Wir haben uns einfach gedacht, wir behelfen uns mit den schönen Postern, wo wir ein bisschen zeigen, was wir haben. Hier noch kurz mein Team. Jim Petter, Mr. Jim Petter from the Canary Island. Er fotografiert mich, wie ich filme. Hier ist die Iris, unsere Translatorin, unsere chinesische. Und ja, wie gesagt, unser bescheidener Stand hier. Noch ist es auch relativ ruhig. Ich muss auch sagen, wir sind hier leider ein bisschen in der letzten Ecke. Aber jetzt hoffen wir mal, dass unsere weite Reise sich hier bezahlt macht. Ich möchte euch jetzt hier ein bisschen rumzeigen auf der Messe. Paar Highlights von hier. Wie gesagt, es hat reptilienmäßig nicht allzu viel, aber es gibt ein paar tolle, witzige Sachen insgesamt zu zeigen. Das erste hier hinter mir. Also das ist hier so ein Grooming. Ne? Grooming ist ja die, wie nennt man es, Scheren, ne? So Pudelscheren und so weiter. Jetzt guckt euch mal diese Pudel an. Hier die zwei. Mit Gesicht. Und jetzt hier das Highlight, meiner Meinung nach das Highlight, hat der auf dem Arm, das ist so eine Giraffe, ne? Mit Hörnchen, mit allem. Und was auch obercool ist, da hinten der Panda-Bär. Also hier auch absolut beliebter Stand. Ich glaube, die haben hier mit die größte Aufmerksamkeit. Hier seht ihr den Panda da hinten. Das ist natürlich auch absolut sehenswert. Aber hier die Giraffe hier ist das Highlight. Ob es den Hunden jetzt gefällt oder nicht, ihr kennt mich, alles urteilsfrei von mir. Ich bin mir sicher, diese Hundeszenen, die in Anführungsstrichen, die bringen Quote, beziehungsweise die bringen einen ganz schönen Aufreger, da wird es viele geben, die werden sagen, oh je, die armen Hunde. Jeder drüber denken, was er will. Jetzt sage ich mal, von der Idee her, von der Ausführung her, ist natürlich echt ein Hammer. Ne? Also von der Optik her toll gemacht. Hier unser Standbesucher. Ich weiß gar nicht, wem er gehört. Kam hier gerade angelaufen.
wahrscheinlich abgehauen oder weiß der Herrgott. Ne, ich glaube, vielleicht gehört er den Leuten hier. Keine Ahnung. Leute, guckt euch das an. Hier, Jim hat es mir auch angetan. You want to take it back to the Canary Islands? Yes, I'd love to. Also da, das Witzige ist, der Jim auf dem Kanaren hat er die, also ich glaube, er gehört niemand, oder? Ich weiß es nicht, doch. Vielleicht gehört er dem Kerl mit der fancy Jacke. Witzig. Hier unsere neueste Errungenschaft. Ich habe heute noch auf die Schnelle einen Fernseher hier gekauft. Für 250 Euro. Damit wir hier Reptil TV zeigen können. Haben wir extra mit chinesischen Untertiteln hier. Dass die Leute hier unser Reptil TV kennenlernen. Hier wieder mein Lieblingsstand. Gab ja früher mal ein Lied, die kleinen weißen Pudel. Weiß ja nicht, Neue Deutsche Welle, glaube ich, war das. Die kleinen weißen Pudel. Wer das noch kennt. Wahrscheinlich das Motto von hier. Guck mal, der hier. Kriegt wegen die Augen ausgepult. Okay, ich dachte immer, die heißen Pudel. In dem Fall ist es Pulen. So, hier haben wir einer der wenigen Stände mit Reptilien. Der junge Mann hier mit den zurückgekämmten Haaren, er ist der Boss von der Reptilienabteilung von der Firma. Das Mädel hier ist Übersetzerin, spricht fließend Chinesisch und auch Englisch. Und hier ist eine Auswahl an hübschen Ballpythons. Hier ein hübscher Banana mit irgendwas. Also die haben tatsächlich gute Auswahl. Das Ding ist einfach, dass bis jetzt ist es wohl noch so, die Tiere importieren oder die Leute, wenn sie Reptilien halten wollen, brauchen sie eine spezielle Lizenz und die haben nur die wenigsten. Hier mal noch kurz zeigen, ein Pastel Highway, ein hübscher, die Lizenz zum Schlangen halten, die muss man wohl hier haben in China und das haben bis jetzt die wenigsten. Und das ist bis jetzt so ein bisschen das Problem, wieso der Markt hier noch in Anführungsstrich stockt oder wieso eben nicht die Riesennachfrage da ist, die eigentlich sein könnte oder beziehungsweise die Nachfrage ist da, aber eben es ist einfach nicht legal für die meisten Leute, die Tiere zu halten. Zoomed ist sogar auch vertreten hier. Zumindest die Zoomed-Werbung. Also nee, das ist, ich glaube, das ist halt ein Geschäft, der Sumed hat. Aber sogar Bücher haben sie hier. Frostfutter. Hier haben wir eine andere Firma, New Pet. Die zwei Mädels hier sind wohl die Besitzer, zumindest haben die mich vorher gleich angesprochen. Das ist, hier steht was von Reptile Zoo. Wohl verschiedene Firmen, die sich da zusammengeschlossen haben. Hier sind sogar Gottesanbeterinnen. Also das Interesse ist relativ groß, sehen wir hier, ne? Aber wegen die Preise, 230 Yen, da ist irgendwelche, ich glaube Paridura Pictus, sieht man hier innen drin.
Corner der Adult. Es wäre allerdings sogar relativ billig. Eine Cornada für 300. Also 300 sind irgendwie 40 Euro. Das wäre echt ein Schnäppchen. Jetzt hier die Schneckenskinke für 3000 ist oder mehr. Reptisu. Ah, hier schönes Terrarium mit einem Stirnlappenbasilisk. Das haben sie natürlich toll gemacht hier. Also das hier scheint der größte Stand zu sein für Reptilien. Dann haben wir hier Reptile and Small Pet Zone. Vor allem relativ viele Kornadern hat er hier. Hier kleine Snowcorns. Kleine, mittlere. Beziehungsweise in allen Größen. Hier ein paar hübsche Pogonas und Leopardgeckos. Ja, da hat es Badagamen. Patternless. Sind natürlich schon up to date, ne? Also farblich bei den Badagamen haben sie wirklich so schöne Farben. Ach, das hier sind Lemon Frost sogar. Hier haben wir Hersteller für Leuchten. Der wohl einiges mit Terrarienbeleuchtung hier macht. Spark Zoo. Alle möglichen Sorten von Lampen. Hi. Vollspektrum UVA, UVB. Also wer schon immer mal wissen wollte, wo unsere ganzen Terrarienlampen herkommen. Ein Teil vermutlich von hier. Hier habe ich euch auch noch was Witziges. Das gute deutsche Eichhörnchen. Und hier diese, wie heißen sie, Chinchillas. Genau, glaube ich, müssten das sein. Weniger spektakulär, aber das mit den Eichhörnchen finde ich schon witzig hier. Also ich weiß, es wird jetzt mehr Dog TV, was ich hier mache, aber das müsst ihr euch mal hier angucken. Der hängt hier vorne dran. Der ist der Hammer. Ne? Das Frauchen hat ihn an der Brust. Mein Spruch, jedem das seine. Urteilt selber, aber einfach sehenswert. Ich konnte euch ja leider nicht viel Reptilien bis jetzt zeigen. Mehr Hunde wie alles andere. Jetzt was für die Katzenliebhaber. Hier ist so Royal Canin Beauty Cat Competition. Da werden irgendwelche Katzen prämiert. Das läuft schon den ganzen Tag, dass die hier irgendwelche Katzen in die Käfige bringen und dann werden die irgendwie prämiert oder was. Also so richtig kapiert habe ich es noch nicht.
Ihr seht auch hier, das ist, scheint recht beliebt zu sein. Kein richtiges Durchkommen hier. Irgendwie wechseln die auch immer wieder die Käfige, dann kommen wieder neue Leute, bringen ihre Katzen, machen sie in die Käfige rein. Also ihr seht, einige Käfige sind leer, da bringen die wieder neue her. Ja gut, vielleicht eine oder andere von euch kennt sich aus mit Katzen-Competitions. Weiß ja nicht, wie das in Europa oder so funktioniert, dass da auch so abgeht. Also Leute, vom Reptil-TV zum Katzen-TV. Die Dame hier scheint wohl wegen die Oberjury zu sein. Die ist schon den ganzen Tag hier heiß umringt, die Gute. Und es hat auch ein paar richtig schöne Katzen. Eigentlich wollte ich euch hier die eine zeigen. Da hinten, genau. Die kriegt da einen Preis hier. Die sieht schon mal richtig schön aus hier, ne? Also da... Da würde ich glaube auch einen Preis geben hier. Also nicht nur in der Reptile-Szene gibt es tätowierte Leute, auch bei den Katzen. Der klassische Katzenhalter, tätowiert bis an Hals hoch. Witzig. Tag 4 der Messe. Es ist jetzt heute noch relativ früh am Morgen, deswegen wir sind in der Halle 3, da ist noch nicht ganz so voll. Ich kann euch hier nochmal den, ich würde bald mal sagen, den Katzenjammer zeigen. Heute haben wir ein bisschen Platz, heute kommen wir, also jetzt so um die frühe Zeit kommt man noch ein bisschen ran. Zeige ich euch nochmal hier diese Katzen-Competition. So diese Leute wie der Herr jetzt hier, das ist wohl die Jury. Die holen sich hier die Karte raus. Dann werden sie begutachtet. Der macht es witzigerweise recht schnell. Die Frau, wo wir gestern gesehen haben, die hat da immer 10 Minuten am Vieh rumgefummelt. Der macht das ratzifatzi. Schreibt sich die Punkte auf. Und ihr seht es hier eben, eine recht beliebte Geschichte hier. Die Chinesen sind definitiv tierverrückt. Der hier hat gerade mit einer Feder rumgefummelt, vielleicht habt ihr es gesehen. Weiß nicht, was die Feder war, dann wird er schön desinfiziert. Abgewischt, hat ihm wahrscheinlich keiner gesagt, dass man Desinfektionsmittel 30 Sekunden lang einwirken lassen muss. Und hier sind die ganzen Katzen drin. Ich wiederhole mich. Sorry, dass ich euch fast keine Reptilien zeige. Aber da wir alle tierinteressiert sind, denke ich, dass auch die Katzen wichtig sind. Und hier sind die ganzen Katzen, bringt die Leute mit in den Körbchen. Also hier ist das Katzenlager sozusagen. Manche tun dann auch Händchen halt mit ihrer Katze, dass es der nicht so lang wird. Nicht schlecht. Dann wollen wir heute nochmal schauen, was die Reptilien so machen. Deswegen sind wir schließlich Reptil-TV. Also das Gute, ich meine, bei den Katzen ist Andrang, aber bei den Reptilien ist wirklich als noch mehr Andrang. Gibt ja doch besondere Tiere hier. Guckt euch mal den Bullfrog hier an. Mal im Vergleich meine Hand. Seht ihr mal, was das für ein Riesenvieh ist. Ich schätze mal, der wiegt ein halbes Kilo. Hier mein Favorit. Schon allein aufgrund der schönen Ballpythons hier.
hier. Pastel Highway. Ja, hier ist der Manager, der Animal Manager. Wir haben die Messe geschafft. Die 4 Tage sind rum, Gottlob. Mal gespannt, wie interessant es wird. Hinten dran der Jim, der sich über sein schönes Poster freut. Die Security will ein Foto mit uns machen. Iris, can you take a picture of the... Also wir reißen unseren Tisch ab. Wie gesagt, mal schauen im Nachhinein, wie erfolgreich die Messe war. Und wir haben es geschafft. Morgen geht es weiter nach Hongkong. Zeige ich euch noch ein bisschen die Reptilien-Szene in Hongkong. Mal schauen, da werden wir vielleicht zumindest von den Hunden und Katzen ein bisschen wegkommen. Ich habe euch jetzt mitgenommen ein Stückchen weiter. Bin heute von Shanghai nach Hongkong geflogen. Also Montag ist jetzt heute. Hier besuche ich den Marvin. Fishman Shop heißt die Firma. Er ist einer der größten Dealer hier in Hongkong. Da möchte ich euch mal zeigen, wie es hier so aussieht. Oder so einen typischen, oder einen typischen, also im Prinzip einer der größten Shops hier in Hongkong zeigen. Also hier der Fishman Shop. Das ist wie der Name schon sagt, früher haben sie hauptsächlich Fische gemacht. Und mittlerweile sind die Reptilien das Main Business geworden. Der Shop ist im Vergleich zu den japanischen und auch zu den anderen chinesischen bzw. Hongkong Shops wirklich voll groß. In den anderen kann man kaum laufen. Okay, hier haben wir schöne Aldabras. Beziehungsweise das da hinten ist wahrscheinlich Sulcata. Marvin, ich zeige euch mal kurz den Marvin hier, den habt ihr schon gesehen in Hamm. This, the one is Pardalis? Yes. Das erste Mal, dass ich so eine große aus Somalia sehe, so eine Pardalis. Man hört immer nur davon, dass das so riesen Viecher sind. Aber tatsächlich ist das ein Mordsbrocken. Und da wird die auch richtig schön. Und das hier vorne, die schwarze, ist natürlich eine Aldabra. Oh, ein super, super schönes Tier. Hier, halbwüchsige. Wer schon mal in Hongkong war, der weiß vielleicht, dass das Geld hier irgendwie anders ist wie bei uns scheinbar. Die haben hier ein paar Mengen an Tiere. What is this? Is it Ivory Sulcata? Ivory Sulcata. Yeah? Yes. I think first time I see. Where? Is it? Yeah. No. This is really common. Yeah? Yep. I can show you the albino. Habt ihr? Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie Ivory Sulcatas gesehen. Marvin sagt, die wären häufig very common, sagt er. Okay. So this one is albino. You can see the red eyes. Okay. Ja, also hier genau albino. You can see this ivory, which is bad eyes. You can see the bad eyes and the red eyes. Bad eye is the ivory, and the albino is the red eyes. Okay. The albino much more rare than the ivory. Yes, definitely yes. Okay. Ich glaube, meine erste Albino Sulcata, die ich sehe in meinem Leben. Nice. Also nachdem wir hier ein paar Tage lang Hunde- und Katzen-TV hatten, kommen wir hier wieder zurück zum Reptil-TV. Hier ein paar schöne Lychees. Und auch gleich eine Auswahl. Rote Theus. Jede Menge. So viel zum Thema Rex.
Also auch hier werden, auch hier gibt es Rex, Leopardgeckos drin, Regius drin, Holt. Albino Green Iguanas. Ah, hier Egernia. Ich zeig mal kurz Schildchen. Egernia Epsisolus Redface. Für die Australien-Fans unter uns. Also die Asiaten natürlich auch wahnsinnig verrückt auf die australischen Tiere. Das kennen wir schon aus Japan. Hier Uromastix. Hier schöne Tannenzapfenechsen. Okay, hier die Krötenkopfagamen. Leider in rauen Mengen. Also die Rugosa hier auch relativ billig. Also falls ihr hier irgendwie Preise seht, also mal ganz grob, man kann immer eine Null wegstreichen. Eine Null weg, dann habt ihr den eigentlich fast den Europreis. Ne? Hier jede Menge Ball Pythons. Dass die Terrarien natürlich nicht unseren deutschen Haltungsrichtlinien entsprechen, oder die meisten davon zumindest, das wissen wir ja aus anderen asiatischen Ländern. Da enthalte ich mich wieder sämtlichen Kommentaren bzw. Verurteilungen. Allerdings muss ich wirklich dazu sagen, dass es hier deutlich schöner und sauberer ist, wie in vielen anderen Shops, die ich schon gesehen habe, die ich jetzt schon hier in Hongkong, ich war jetzt vorher schon auch noch ein bisschen unterwegs, habe hier mal die Straße hoch und runter geschaut. Gibt hier verschiedene Aquariengeschäfte und so. Und es ist wirklich überdurchschnittlich sauber hier. Die wussten seit gestern, dass ich heute komme. Also ich behaupte mal, von gestern auf heute kann man einen Laden nicht so in Schuss bringen. Also wenn das jetzt hier ein Dreckstall wäre, dann hätten die das nicht von gestern auf heute in Ordnung bringen können. Von dem her würde ich jetzt behaupten, dass der Laden schon von der Sauberkeit und von der Hygiene wirklich einen sehr hohen Standard hat. Okay, ein paar schöne Knopfschwanzgeckos. Ah, okay. You breed them here? No. This one is from US. Okay. Why you put them there? So avoid somebody take them? Yes. No, not avoid somebody take that. Just give them more care. Because they're baby, so we give them much more time to take care of them. Okay, also auf die Kleinen. Auf die Kleinen wird besser aufgepasst. Ah, okay. Albino Knopfschwanz. Wow, nice colors. Okay, da geht mein Herz natürlich auf als Farbvarianten-Freak. Also ich hatte gerade gefragt, wieso sie da hinten hält. Mein erster Verdacht war wegen Klauen. Also das wäre, glaube ich, in Deutschland ein wichtiger Grund, wieso man sowas hinter der Theke hält. Aber er sagt, hat einfach damit zu tun, dass die noch jung sind und noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bedürfen und natürlich auch sehr teuer sind. So the Knobtail is still very popular here. Yes. Well, the Knobtail is really hot in here, so we have a demand on it. Yeah, demand, yeah. Yeah. Because the supply is not that much in US and Europe, so the demand is definitely in here. Okay, the demand is more or less higher than the supply.
plus not much bitter in Hong Kong, so we need to import from other countries. Okay, I see. Yeah, very nice shop. I said it looks. I told you yesterday I'm coming. I don't think you clean it up within one day like this. And it's nice. It's really nice and very hygienic. Good standard, really. Soweit zu meinem Eindruck hier vom Hong Kong Fishman Shop. Ich gehe jetzt mit euch noch auf die Straße runter. Gucken wir noch, was wir unten sehen. Zeige ich euch mal noch das insgesamt, den Einblick weg, aber ich denke, man sieht hier ganz gut, wie oder die Hongkong-Verhältnisse sozusagen. Jetzt zeige ich euch mal hier die in Hongkong bekannte Fish Street. Also hier die im Prinzip ist eine Straße, wo sämtliche, also gibt vielleicht noch ein paar andere, aber im Prinzip sind wirklich. Ja, ich würde mal sagen, 90% der Hongkong-Reptilien oder vor allem halt auch Fischgeschäfte oder Tiergeschäfte generell sind hier in dieser Straße. Hier sind wir wieder zurück bei den Hunden und Katzen. Kätzchen, Schaufenster, Hündchen. Da drüben eine Reptiles Paradise. Und eben nochmal da mein Hinweis, wenn ihr schaut, also die unteren Etagen sind, eben das ist Aquaristik, doch noch ein größerer Markt, die können sich die unteren Geschäfte leisten, beziehungsweise die haben da so viel Wettbewerb, die müssen unten vielleicht sein, damit sie auffallen, aber die Reptiliengeschäfte und jetzt hier zum Beispiel dieses Reptile Paradise, das ist auch erster Stock oben. Hier ein bisschen Zubehör. Ja, jede Menge Fische. Ach, da hängen die. Die Tüten mit den Goldfischen bzw. mit diversen anderen Fischen. Okay, so ready to go. Da drüben haben wir auch erster Stock Urban Jungle, auch schon lang im Reptilien-Business. Ich zoome mal hin, falls ihr es nicht direkt seht. Monster House da drüben. Hat leider schon zu. Sieht irgendwie auch nach Reptilien aus. Leider geschlossen. Wenn wir da hochgucken, also oben, wie gesagt, hat es die anderen Geschäfte. Soweit zu den chinesischen und den Hongkong Reptilien, also Messe bzw. der Handel hier. Klar, interessant wäre mal noch ein privater Halter zu sehen. Mache ich euch irgendwann mal eine neue Folge. Aber soweit zu meinem Trip. Für mich geht es heute Nacht heim. Ich muss um 4:30 raus auf den Airport zurück nach Shanghai und dann geht's heim. Dann bleibt mir treu. Checkt meine Balls. Und wenn ihr in Hongkong seid, könnt ihr auch mal die Fish Street checken. Sicherlich interessant mal zu sehen. Zu den Verhältnissen hier. Ah, Flo, das war jetzt ein Gelaber, ich mach's nochmal. Bla bla bla.